Hey, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Online Trainer Lizenz. Ich bin der Lukas. Die Kopfhörer sind schon drin. Ich habe es mir bequem gemacht in meiner Reaction-Ecke. Mach du es dir auch bequem. Wir schauen uns zusammen ein Video an von der lieben Sophia Thiel. Stand heute das aktuellste Video auf ihrem YouTube-Kanal. Sophia Thiel, sicher bekannt, wenn nicht, sie ist eine sehr, sehr bekannte Fitness-Influencerin, früher auch Wettkampf-Bodybuilding gemacht, war auf der Bühne, hat dementsprechend auch viel schon durchgemacht, was Körpertransformationen betrifft, extrem niedrige Körperfettanteile, extreme Diäten und hat auch mit dem Thema Essstörung ja, zu kämpfen, hatte dann eine Pause, hat sich zurückgezogen von Social Media und ist jetzt wieder zurück. Diesmal keine Wettkämpfe mehr, keine krassen Diäten mehr. Sie geht ganz offen auch mit dem Thema Essstörung um. Und es gibt jetzt wohl ein kleines Update im neuen Video zu ihrer mentalen Gesundheit. So entnehme ich das dem Titel. Schaut mal hier rein, so sieht das Ganze nämlich aus. Und ja, Rückfall nach nur einem Monat heißt das Ganze. Ihr seht es hier zu finden auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Lasst uns doch direkt einfach mal reinstarten, oder? Wir gehen auf Fullscreen und los geht's. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video hier aus meiner Tiefgarage. Ich weiß, es ist ein komischer Start, aber ich bin schon auf den Sprung, denn ich hatte heute Bock auf einen Vlog and Talk. Quasi ein Mental Health Update. Ganz kurz an der Stelle, da war jetzt mein Kopf drüber. 23. März hat sie eingeblendet. Also das Video ist vom 23. März. Weil ganz viele von euch fragen mich, Sophia, wie geht's dir eigentlich gerade mental? Wie schaut's gerade mit der Essstörung aus? Habe ich Essattacken oder habe ich mir noch damit zu kämpfen? Wie gehst du gerade mit dem vielen Training um? Und da dachte ich mir, kombinieren wir das Ganze, denn die letzten Wochen war ich so auf Achse, es war so viel zu tun, ich habe keine Zeit gefunden, zu meinem geliebten See für mein Kältebad zu fahren. Klar, kalte. Ach stimmt, sie macht so Kältebäder, so Eisbaden. Also, weiß nicht, wie es euch geht, ich bin der absolute Warmduscher, für mich wäre das überhaupt nichts. Aber ich habe das so mitbekommen, dass sie das gerne macht, so als Challenge. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich danach dann wirklich auch gut fühlt. Duschen, aber ich finde, das ist eben nicht so das Gleiche. Und deswegen fahren wir jetzt gemeinsam an den Wörthsee. Ich habe auch hier schon mein Bikini drunter an und quatschen ein bisschen. Ja, sie macht auf jeden Fall einen sehr glücklichen Eindruck so. Jetzt, klar, ist ein Video, ist auf YouTube, aber so auf den ersten Eindruck stimmig. An der Stelle, Leute, das Video geht 12 Minuten 51. Ich gebe ja zusätzlich noch mein Senf dazu ab. Also macht's euch bequem, nehmt euch die Zeit. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. Ich weiß auch nicht, ob wir das ganze Video schauen. Je nachdem, wann wir so die wichtigsten Infos dann auch bekommen haben. 12-mal gesund essen für 42 Euro. Genau, das kannst du jetzt mit dem... So, Werbung übersprungen, weiter geht's. Ich bin jetzt einmal kurz auf Autopilot gestellt und falls ihr euch gefragt habt, was ich denn für ein Auto fahre, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich fahre Tesla und das schon ziemlich lang und ich bin sehr zufrieden. Ich werde hier nicht gesponsert. Leider. Ihnen, ruf mich an. Ja, wo soll ich anfangen? In meinen Stories versuche ich ja immer, so meine täglichen Herausforderungen so transparent wie möglich mit euch zu teilen. Auch wenn es mal nicht so gut läuft bei mir. Ist aber halt schwierig, weil wenn es einem nicht gut geht, der erste Impuls ist nicht sofort bei mir jetzt irgendwie, schalt die Kamera an und halt drauf. Ja, so ist es und genau so wird es sein. Das versuche ich dann immer noch selber mit mir so ein bisschen zu vereinbaren. Auch natürlich jetzt in dem Prozess mit meiner Essstörung, da ihr auch mich fragt, wie es jetzt gerade eben so läuft. Und sag mal, zusammenfassend, so mein mentaler Zustand, mir geht es eigentlich sehr gut, obwohl es gerade super stressig ist. Ja, da ging es mir noch gut und dann nicht 3 Tage später ging es mir richtig, richtig schlecht. Okay, jetzt checke ich das auch. Ich habe ein bisschen gebraucht. Also sie kommentiert quasi
mit diesen Einschnitten hier ihre Aussagen aus dem Auto. Okay, also da ging es ihr noch gut. 3 Tage später kam wohl dann dieser Rückfall. Ich wenig Zeit für mich selbst habe. Wir haben auch wenig Zeit für unsere Beziehung, Rafa und ich, weil wir echt, Rafa hat einen neuen Job, arbeitet echt teilweise von 8, 9 bis manchmal 11 Uhr abends oder 12 war schon mal. Wir versuchen uns da schon immer dann krampfhaft Zeit auch frei zu schaufeln, weil es ja wichtig ist. Aber obwohl ich nicht viel Zeit eben für mich auch finde, geht es mir trotzdem gut, weil ich immer mehr und klarer meine Bedürfnisse herausfinden kann. Das habe ich auch mit meiner Therapeutin besprochen. Da hat sie sich auch mega darüber gefreut, dass ich immer besser benennen kann, was ich wirklich brauche. Denn das konnte ich nie wirklich. Und wenn man dann eben nicht weiß, was einem fehlt und es geht einem sozusagen einfach schlecht, dann suchen sich ja diese negativen Emotionen ein Ventil. Und bei mir ist es halt dann Essen. Durch diese An der Stelle, Leute, ich bin jetzt da kein Experte natürlich, aber ich kann hier an der Stelle aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch einige Diäten hinter mir, mich vorbereitet auch auf Wettkämpfe und Fotoshootings und FIBO, als ich da am Stand war, quasi als gesponserter Athlet. Und ich für mich habe auch das Thema Essen, also wenn es stressig war oder Essen war auch immer ein Ausgleich, ich liebe Essen und ich habe auch meine Thematiken mit Essstörung schon hinter mir, mit ganz extremem Binge-Eating, mit extremem Zunehmen. In wenigen Wochen waren dann 10 Kilo wieder drauf durch extreme Fressattacken. Und dementsprechend erlaube ich mir jetzt da einfach auch mal so eine Einschätzung zu geben. Sie sagt jetzt, dass es ihr aktuell gut geht, dass sie da keine Probleme hat, dass sie aber auch sehr viel zu tun hat. Und ich kenne das von mir, ich kann jetzt da von mir sprechen, keine Ahnung, ob das auf sie dann auch zutrifft, dass in Phasen, in denen ich sehr, 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 sehr viel zu tun hatte, ich mir das geholfen hat, kurzzeitig mit dem Essen alles so weit hinzubekommen, weil ich gar keine Zeit hatte. Denn bei mir war es so, Kalorien, Langeweile hatte die meisten Kalorien. Und wenn du ständig auf Achse bist und immer am Limit und immer, also beziehungsweise halt immer on Tour, dann klappt es auch mal ganz gut. Aber wenn du dann mal wieder Zeit hast, mal runterzukommen oder wenn es dann einfach auch mal zu viel wird, das Ganze, dann kommen solche Essattacken ganz gerne dann ganz, ganz schnell zurück. Fortschritte, die ich jetzt im Training habe, so motiviert, dass das halt überwiegt. Ja, zu dem Zeitpunkt lief es wirklich gut. Also wirklich, Training war total getaktet und nichts kam dazwischen. Danach ging erstmal gar nichts mehr. Ich glaube, 4 Wochen fast komplett Trainingspause. Ich war schon ein paar Mal hier und da im Gym, im Kopf komplett abwesend, nicht bei der Sache. Und okay, also vermutlich lag ich da gar nicht so falsch. Also das war so eine Phase, wo dann alles lief. Ich kenne das von mir. Man trainiert eigentlich schon wirklich zu viel. Es läuft, man ackert, man ist auf Achse. Man merkt eigentlich gar nicht, dass man eigentlich die ganze Zeit schon am Limit läuft. Und irgendwann kommt dann halt die Quittung dafür. Dazu kommt eben, weil wir gesprochen haben, über Bedürfnisse identifizieren. Ich merke schon, dass es mich körperlich gerade alles ziemlich anstrengt. Also meine Woche kann ich einmal kurz schildern, wie das so aussieht. Also Andi und ich, wir planen immer unsere Social Media Tage neben den Terminen, die ich jetzt zum Beispiel habe, wie zum Beispiel jetzt Musikvideodreh mit Tim in Berlin, noch andere Termine in Berlin, dann eben auf Reisen sein oder Workshops sozusagen. Dann planen wir sozusagen da die Social Media Tage dann dazwischen. Und deswegen ist es halt immer so, dass ich entweder auf Terminen bin, gemeinsam sozusagen dann Videos schneide, dass wir im Schnitt sind, dass wir Fotos produzieren oder Content so wie jetzt. Und dann eben noch die ganzen anderen Termine dazukommen. Und die ziehen sich auch manchmal ins Wochenende, die Sachen. Also jede Woche ist anders und so. Aber es laugt mich alles schon ziemlich aus. Muss ich kurz die Spur wechseln. Also die letzten Wochen waren einfach richtig voll. Und habe dann eben auch meine Therapeutin gefragt, was wünschen Sie sich denn, hat meine Therapeutin gefragt. Und ich habe auch gemeint, so eigentlich brauche ich wie so eine Art Lichtblick, wenn es so anstrengend ist. Ich brauche so eine Art jetzt nochmal durchziehen quasi und dann weiß ich, dass ein Ruhemoment kommt. Genau. Und solche Tag X oder irgendwelche Lichtblicke, die helfen einem dann auch so, helfen einem weiter zu ackern. Aber wenn man gerade so mit dem Thema Essen und zur Ruhe kommen und durch Essen auch einfach einen Ausgleich findet und eigentlich schon über seinem Pensum die ganze Zeit ackert, dann ist so ein Lichtblick natürlich hilft, weil man es durchhält, wenn man noch einen Tag länger macht und noch einen Tag länger und weil es ist ja dann bald Ruhe, aber in der Ruhe holt sich dann die Psyche und der Körper, vor allem wenn man eben dafür anfällig ist, durch Essen dann den Ausgleich.
Ich kenne es zu gut. Ich kenne es nur zu gut. Bei mir war genau dasselbe. Das waren dann Hardcore-Diäten mit enormem Defizit, mit enormem Sportpensum, Studium, Arbeit, duales Studium, also Vollzeit arbeiten plus Studium plus 2 Videos pro Woche selber produziert auf YouTube mitschneiden und so weiter. Deswegen, ich kenne es wirklich zu gut und dann kommt irgendwann dann der Punkt, wo es einfach, ja, wo es dann wieder nach hinten losgeht, das Ganze. Weil sonst war das bei mir früher, vor der Auszeit war nie Ruhe eingeplant. Das war so, okay, klar, im Sommer mit Familie Urlaub und Weihnachten ist jetzt irgendwie auch keiner da. Aber sonst dazwischen war eigentlich permanent Durchballern angesagt, weil ich mir keine Pause geben wollte. Oder ich wollte nicht dann irgendwie sagen müssen zu Kooperationspartner, ich bin im Urlaub, weil ich mich dann schlecht gefühlt hätte. Und deswegen habe ich jetzt auch einen kleinen Urlaub sogar gebucht. Und zwar nach Spanien. Mein Papa wo wir immer hinfahren mit der Familie, fahren wir gemeinsam hin für 7 Tage. Und dann nochmal mit Rafa gemeinsam ein längeres Wochenende nach Istanbul, wo wir uns schon sehr freuen. Aber Istanbul natürlich 4 Tage, Städtetrip, wird ziemlich chaotisch. Und er kann sich nicht länger Urlaub nehmen. Aber da freue ich mich schon mega drauf. Deswegen ist es für mich jetzt so eine Art Punkt, wo ich mich drauf freuen kann und wo ich jetzt auch nochmal so richtig durchziehen möchte und kann. Und deswegen bin ich einfach gerade total froh, wie alles so läuft. Und ich mache mir da auch überhaupt keinen Druck, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Oder jetzt auch mit dieser ganzen Fitness-Challenge. Ich habe mir auch keinen Tag X gesetzt, weil es einfach so viel Druck erzeugt. Und jetzt auch nicht gesagt, ich muss da und da so. Das würde mich jetzt interessieren. Ich muss sagen, da weiß ich jetzt nicht genau, von was sie redet. Fitness-Challenge, was sie sich da gesetzt hat. Da müssen wir uns vielleicht mal noch das Video dazu anschauen. Aber das klingt auch schon so wieder, wie sie schon sagt, man macht sich damit selber Druck, man will sich damit selber natürlich auch den Druck machen, den positiven Druck, dass man das durchzieht, Challenges annehmen, die nach außen kommunizieren, denn die Leute wissen es dann, gerade wenn man eine große Reichweite hat, dann verpflichtet man sich selber quasi auch damit, aber natürlich setzt man sich damit selber auch unter Druck und wie sie schon sagt, sie wollte jetzt keinen Tag X benennen, damit nimmt sie den Druck schon so ein bisschen raus, aber trotzdem, das sitzt die ganze Zeit im Kopf, das sitzt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass du da so eine Challenge hast und jetzt auf keinen Fall irgendwie versagen darfst, auch wenn wahrscheinlich das Versagen in Anführungsstrichen, also wenn man die Challenge nicht schafft, überhaupt nicht schlimm wäre, aber je nach Persönlichkeit, je nach Veranlagung, bei mir war es so, ich wollte es dann auf Biegen und Brechen durchziehen, habe mir selber den Druck gesetzt und dann ging das Ganze wieder nach hinten los, weil man natürlich wieder überdreht, sich zu viel Druck macht und Stress hat und einen Ausgleich sucht und der Ausgleich das Essen ist. So aussehen, dann kreiere ich mich schon wieder selber unnötig Druck und verfalle deswegen vielleicht in ein destruktives Verhalten. Für mich war das Video zum Beispiel auch mit meinem ganzen Körper, mit meiner Körperwahrnehmung und so, das ist ja für mich auch nicht einfach. Und wo wir diesen kompletten Body-Check-up gemacht haben, das ist für mich auch total schwierig gewesen, weil sowas wie Gewicht und Körperfett und so ist natürlich jetzt nicht, keine Ahnung, das Geilste, was man jetzt irgendwie mit Leuten teilt. Und ich wiege ja 90 Kilo und falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet, kann ich euch hier an der Stelle auch nochmal verlinken. Aber je offener und transparenter damit umgeht, desto... Respekt an der Stelle, da so offen damit umzugehen. 90 Kilo, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie 90 Kilo wiegt, aber gut, am Ende ist es eine Zahl. Aber das dann trotzdem zu teilen, denn Zahlen werden ja gerne dann schnell mal kommentiert und analysiert und muss man sich auch erstmal trauen. Mehr nimmt man diese Schwere von dem Thema und das war mir eben so wichtig, weil das über einen überhaupt nichts über einen aussagt. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt so und so viel wiege, ein wertvollerer Mensch bin oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Was soll ich sagen? So schnell kann es gehen. Irgendwie erst von Himmel hoch jauchzend zu, naja, jetzt nicht mehr, aber zu todtief betrübt. Die letzten Wochen kam ja kein YouTube-Video von mir und ich möchte euch erzählen, wie es mir gerade momentan geht. Sei es eben jetzt mit meiner Essstörung, mit Training, Ernährung und so weiter, meine mentale Gesundheit. Deswegen habe ich mich jetzt hier auf dem Sofa platziert, quasi wie auf einer Therapeuten-Couch. Wobei die Therapeuten-Couch auch ein bisschen klischeehaft ist. Also meine Therapeutin sitze ich im Sessel. Und wie ihr es vielleicht damals mitbekommen habt, ist jetzt auch schon fast wieder ein Monat her, ist was sehr, sehr Schlimmes passiert. Ich möchte auch gar nicht mehr genauer darauf eingehen. Es hat mich komplett rauskatapultiert. Ist ja meistens so, dass wenn man eine Down-Phase hat, es kann natürlich schleichend einbauen irgendwie. Es kann aber auch zack, bumm, von einem Moment zum nächsten sein. Und dann dachte ich mir, weil mich so diese krassen Emotionen übermannt haben von Fassungslosigkeit, Trauer, Wut,
dass ich dann dachte, ich muss jetzt irgendwie essen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn sowas angekündigt wird oder beziehungsweise wenn sie sagt, da ist was Krasses passiert und so weiter, dass man dann irgendwie den Drang hat, das wissen zu wollen. Aber da muss man ganz klar die Privatsphäre, auch wenn sie natürlich in der Öffentlichkeit steht und das ganz offen damit umgeht, muss man die auch einfach respektieren. Also es ist wohl irgendwas Schlimmes passiert, egal was, was sie dann wieder extrem zurückgeworfen hat. Und dieses Erlebnis war wohl so dann wirklich der Auslöser dafür, dass sie jetzt auch wieder eine Pause hatte, sich also kein Video gepostet hat und ja, dann auch eben das Thema Essen wieder Thema war und das, das Thema Essstörung dann auch wieder ganz präsent war. Bin mal gespannt, was sie jetzt gleich noch dazu sagt. So, als ob ich so viele Gefühle und Emotionen hätte, als wenn ich das nicht mache, dann wird es mich zerreißen. Und wenn ich mich dann auch so fühle, dann beeinflusst es mein Sportverhalten in dem, dass ich dann auch natürlich keine Motivation finde fürs Training. Und wenn ich dann auch zum Beispiel zu viel gegessen haben sollte, fühle ich mich so träge, dass ich denke, ah Mann, schon nach einem Tag, jetzt sieht man das vielleicht mir sogar irgendwie an, dass es mir schlecht geht und dass ich jetzt irgendwie vielleicht eine Pizza gegessen habe und so weiter. Also dann ganz viele verschiedene Prozesse. Dann fange ich auch sehr viel zum Reflektieren an und denke dann nicht nur über das Ereignis selbst und was jetzt gerade passiert nach, sondern einfach über alles nach und die ganze Vergangenheit. Und dann sammeln sich diese ganzen, auch teilweise destruktiven, negativen Gedanken und irgendwann läuft es fast über. Also es ist dann irgendwie ganz, ganz schwierig zu beschreiben, um das Video jetzt auch nochmal zu entkräften. Und ein Zitat, was mir eine Followerin eben auch geschrieben hat. Es ist schwer zu erklären dann auch. Und ich finde aber, sie macht das sehr, sehr gut. Und ich finde auch, sie ist sehr selbstreflektiert. Also man merkt, dass sie sich wirklich damit viel auseinandersetzt. Wahrscheinlich auch oft unfreiwillig, aber sie kann das, finde ich, gut wiedergeben. Und sie macht es auch gut, finde ich. Ja, also, ich meine, klar, Sophia Thiel, die ist Vollzeit-Influencerin, wenn man das so nennen will, YouTuberin und so weiter. Das ist ihr Hauptjob und mit Sicherheit gibt es auch viele Leute, die das nicht gut finden, damals von Diätprogrammen verkaufen und extrem niedriger Körperfettanteil und nur gesund essen und nur Pute, Reis und Brokkoli zu jetzt eben so, wie sie jetzt ist. Aber auch da muss man, finde ich, lernen, als Mensch das einfach auch mal so hinzunehmen. Und sie macht weiter ihren Job und sie macht einen, auch wenn sie natürlich Geld damit verdient, weil sie dann ein Buch verkauft und so weiter, macht sie einen sehr, 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 sehr wichtigen, wertvollen Job an der Stelle, denn sie klärt auf. Sie sagt, hey Leute, mir geht's so, ich, die Wettkampf-Bodybuilderin von früher, ich habe ein Problem mit dem Essen, ich habe das Thema Essstörung, ich habe mentale Gesundheit, ist bei mir nicht vollkommen, ja, ich bin nicht vollkommen gesund mental, ich suche mir da auch Hilfe, dass auch das ist nichts Schlimmes, denn ja, mentale Krankheiten, psychische Krankheiten, das ist immer noch leider, es ist schon besser, aber leider immer noch teilweise so ein Tabuthema. Wenn es mir irgendwie körperlich schlecht geht, dann ja, geh doch zum Hausarzt. Aber wenn es mir psychisch nicht gut geht, dann dieses Jahr geh doch zum Psychiater oder zum Psychologen. Das ist irgendwie immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema. So mein Gefühl. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Deswegen finde ich die Arbeit, die sie macht, auch wenn sie damit natürlich dann auch ihr Geld verdient, Logo, aber das darf man ja auch, jeder Mensch muss sein Geld verdienen, macht sie einen ganz, ganz wertvollen, wichtigen Job. Geschrieben hat, weil ich wollte euch in diesem ganzen Fitnessprozess, in dieser Challenge, die ich mir gesetzt habe, quasi mit der Frage zurück zur alten Form, wisst ihr noch, habe ich auch gesagt, ich möchte auch die Down-Phase mit euch teilen, was jetzt eingetreten ist. Und habe dann euch auch gesagt, ich möchte mit euch auch meine Vor- und Rückfälle teilen. Ich habe das so verbucht, eben Vorfall ist eben am Tag, der vielleicht nicht so gut lief, ein Rückfall ist halt dann eine längere Phase. Und hat eine Followerin, falls sie das sieht, hi, hat mir netterweise geschrieben, Sophia, sag doch nicht Vorfall oder Rückfall, weil es natürlich auch sehr demotivierend sein kann. Und es ist ja so, dass man nicht in der Zeit zurückreist oder an den Nullpunkt geworfen wird und alles verlernt, was man sich vielleicht angeeignet hat. So ist es ja nicht, sondern es ist ja eigentlich nur ein Learning, etwas, was passiert ist und dass man das vielleicht das nächste Mal besser machen kann. Und ich sehe es eher wie eine Autobahn, wo man nicht wieder zurück an den Startpunkt fährt, sondern eine Ausfahrt nimmt, dann an der Raststelle vielleicht so mal ein bisschen Päuschen macht, mal die Autos so vorbeiziehen, sieht und dann wieder auf die Autobahn rauffährt. Und das wollte ich euch eben sagen, also ein Rückfall direkt hat sich für mich nicht so angefühlt. Es war eher ein
eine mentale Herausforderung für mich, eine sehr, sehr starke, wo ich gelernt habe, dass ich einfach sehr auf mich in solchen Momenten aufpassen muss. Und das rate ich euch auch sehr. Und es kann eben von einem Moment auf den anderen irgendwas wieder kommen. Und es ist auch leider so, dass man einfach auch solche Sachen manchmal nicht vorhersehen kann. In meiner Instagram-Story habe ich dann gleich mit euch meine praktischen 5 Tipps geteilt, wie ich aus einer mentalen Down-Phase wieder rauskomme. Okay, an der Stelle nochmal kurz eingehakt, jetzt ist das Video dann auch gleich zu Ende. Diese Challenge, vielleicht ist es die zurück zur alten Form. Ich muss sagen, sorry, ich bin an der Stelle dann zu wenig informiert. Müssten wir uns die anderen Videos anschauen. Vielleicht, also gerne könnt ihr auch Videovorschläge mal unten in die Kommentare schreiben. Und zurück zur alten Form, was heißt alte Form? Da müsst ihr das Video dazu auch anschauen. Können wir ja vielleicht machen beim nächsten Reaction-Video. Beziehungsweise, ja, eure Vorschläge, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Aber das könnte vielleicht diese Challenge gewesen sein und damit hat sie sich natürlich wieder extrem unter Druck gesetzt. Ist vielleicht dann auch nicht, ja, das ist jetzt natürlich immer einfach gesagt, hier klugscheißen, aber vielleicht dann auch nicht der richtige Ansatz, gleich hier wieder so zurück zur alten Form. Und wobei sie das, also so wie ich sie jetzt hier im Video erlebe, wahrscheinlich dann schon so angeht, wie es für sie am besten passt. Eben darüber sprechen ist ganz wichtig mit Familie oder eben auch mit meiner Therapeutin. Dann laut Musik anmachen, die einen aus der Stimmung rausholt, wie Trainingsmusik oder Partymusik. Was mir auch hilft, sind Beauty-Tage, also wo ich dann wirklich Self-Care mache, wo ich mich um mich selbst kümmere, wie Nagelstudio, Körperpflege, Haare und so weiter stylen. Und Pimmeltage mag ich auch super gerne. Also Tage, wo man wirklich den ganzen Tag nur für sich selbst hat und dann quasi rumpimmelt. Das hört sich jetzt komisch an. Man kann es auch Gammeltage oder so bezeichnen, aber nicht, wo man dann auf dem Sofa versinkt, sondern einfach auch wirklich was tut, was einem so Seelenfrieden gibt und was man schon lange erledigt haben wollte. Und was mir dann auch noch hilft, ist natürlich Eisbaden oder kalte Duschen. Und da gibt es natürlich von diesem alten Video auch noch diese Aufnahmen und die kommen jetzt. Okay, an der Stelle machen wir mal Ende. Also die 5 Tipps, die ihr helfen, ja, finde ich gut. Ich selbst habe eben auch Erfahrung mit dem ganzen Thema, auch was die mentale Gesundheit betrifft. Und was mir zum Beispiel am besten hilft, ist tatsächlich dieses sich um mich kümmern. Und wenn das nur mal abends gemütlich eine Tasse Tee mir machen, das Handy auf Flugmodus, auf Schlafen oder nicht stören, wie auch immer, einschalten, man bekommt keine Benachrichtigungen. Vielleicht mal ein Buch lesen, vielleicht einfach mal eine progressive Muskelentspannung nach Jakobsen machen oder irgendwie entspannte Musik oder ja, einfach dieses sich um mich mal kümmern, das hilft mir oft schon. Und wenn es, wie gesagt, nur eine Tasse Tee ist, die ich mir mal ganz bewusst mache und mich mal hinsetze und mal tief durchatme. Und Bewegung, Sport hilft mir auch immer, wobei das häufig in solchen Phasen natürlich auch schwer ist, sich da überhaupt aufzuraffen. Aber ich erinnere mich dann immer daran, dass ich mir denke, okay, danach wird es dir besser gehen, also versuch's doch einfach. Und wenn ich dann mal dabei bin, dann ist eigentlich schon, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Ja, Leute, ganz wichtiges Thema. Ihr könnt auch gerne jetzt an der Stelle noch die Videobeschreibung abchecken, wenn ihr euch im Thema Fitness, Gesundheit, Sport allgemein weiterbilden wollt, auch gerade was die mentale Gesundheit betrifft. Auch das sind Aspekte, die in den Ausbildungen bei OTL dann teilweise natürlich mit dabei sind. Und wenn ihr euch da noch unsicher seid, einfach mal das kostenfreie Beratungsgespräch buchen. Sich einfach mal unverbindlich beraten lassen. Mal schauen, okay, wo sind so deine Stärken, deine Interessen? Wo könntest du dann auch wirklich Fuß fassen? Und dann kannst du besser entscheiden oder du holst dir einfach mal das Schnupperpaket, also den Testzugang, einfach E-Mail angeben und dann kannst du dich bei Online-Trainer-Lizenz einfach mal umschauen, ganz kostenfrei und siehst mal, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo dalassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Das hilft dem Kanal, das hilft dem Video, das freut mich, weil ich dann direkt ein direktes Feedback habe und vielleicht auch die Glocke aktivieren, dann verpassen wir uns hier nämlich wöchentlich Mittwoch 17 Uhr nicht. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer.